Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Feedbacks. Ja, hol dir mal ein bisschen aus anderer Perspektive, habe ich mir gedacht. Stehst du mal statt immer auf deinem fetten, faulen Arsch zu sitzen, wenn du drehst, ne? Ja, falls euch auffallen würde, dass ich rote Augen habe, ich habe Montag schon wieder einen Augenarzttermin. Ich muss jetzt schon Antibiotika-Tropfen für die Augen nehmen. Es wird Zeit, dass das rechte Auge operiert wird. Beide Augen entzündet. Naja, es ist auch ein bisschen heftig, gerade hier zu stehen in diesem hellen Raum. Es brennt nämlich in den Augen, aber was ich für euch nicht alles tue, ne? So, ich habe 11, habe ich durchgezählt, habe ich einen zu viel geguckt, ey. Filme geguckt in letzter Zeit. Und darüber werde ich jetzt mit euch sprechen. Und dieses Video, Leute, ist wieder mal ein Paradebeispiel dafür, was für einen beschissenen, schlechten Filmgeschmack ich habe und wie sehr mir doch das Verständnis für Kunst fehlt. Außerdem ein großes Shoutout an alle, die sich jetzt mittlerweile schon beschwert haben. Das war glaube ich nur einer. Wieso guckst denn du die neuen Stallone-Filme nicht? Man kann wohl nicht alles haben. Da gibt's zwei, ich habe ja zwei Filme von Stallone, die neuer sind, die ich nicht gesehen habe. Und da gibt's auch zwei Gründe für. Das eine ist Escape Plan 2, da macht er vielleicht eine 10 Minuten mit. Ich habe keine Ahnung, spielt eine scheiß Nebenrolle irgendwo im Hintergrund. Und das andere, ich weiß nicht mal den Titel davon, da ist er noch weniger zu sehen, da spielt er nur eine Randfigur. Und hat auch nicht seine Original-Synchronstimme. Ja, die reizen mich jetzt nicht so unbedingt, diese Filme. Und ich schaue mal eben derzeit nur Filme. Naja, ich bin der Meinung, wenn man einen Film schaut, sollte man schon einen schauen, auf den man Lust hat und wo man Spaß dran haben könnte. Oder der einen zumindest interessiert. Und der zweite Stallone-Film da, wo er nur ganz kurz mitmacht, wo mir der Titel jetzt gerade nicht einfällt, das ist sowieso noch ein Trailer-Reaction-Kandidat. Bevor ich den Trailer dazu nicht gesehen und dazu eine Reaction gedreht habe, werde ich den eh nicht in einem Feedbacks aufnehmen. So viel mal dazu und mal ganz davon abgesehen, mein Kanal und ich schaue, was ich will. Punkt. So, und damit beginnen wir jetzt. Spoilerhut liegt bereit. Liegt mal lieber hier, ich brauche noch Platz da. Ich habe mir hier vor mir hier ein bisschen was aufgebaut, wo die Filme liegen. Und wir beginnen mit dem schlechtesten Film in letzter Zeit und es wird dann immer besser. Und ihr werdet euch, am besten wickelt ihr euch ein Kissen um die Stirn, weil ihr so oft facepalmen würdet. Was? Das findet ihr jetzt besser als die bisher vorher genannten Filme? Kann der doch nicht ernst meinen. Der hat ja einen Vogel. Was hat denn der für einen schlechten Filmgeschmack? Ich habe einen fucking beschissenen Filmgeschmack. Wusstet ihr noch nicht? Willkommen auf meinem Kanal. Ich beginne mit dem ersten Film. Ein Rewatch wurde mir geschenkt und ich dachte mir, naja, jetzt, wo du weißt, was dich erwartet, kannst du diesen hochgelobten Meisterwerkfilm ja nochmal anschauen. Vielleicht wirkt er dann ja besser. Der Regisseur, der dahinter steckt, ist ja, über den werden ja, glaube ich, irgendwo in gewissen Film-Fan-Geheimclubs Arien gesungen. Wahrscheinlich hat schon irgendjemand eine ganze Hymne auf den Regisseur geschrieben, weil das der beste oder einer der besten zwei Regisseure der Galaxis oder so ist. Und zwar Nicolas Winding Refn oder wie heißt der Affe? Keine Ahnung, ich habe geschaut, Valhalla Rising. Der Film verlässt meine Sammlung dann jetzt wieder. Ich habe den schon mal gesehen, als er neu war. Ich hatte vorher einen Trailer gesehen und es gab zwei Gründe, warum ich den sehen wollte. Schmutziger, harter Wikingerfilm und Mads Mikkelsen. Die musst du sehen. Und der Film ist scheiße. Punkt. Eigentlich. Im Grunde könnte ich jetzt schon übergehen zum nächsten Film, aber ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, lang und breit zu erklären, was ich dann an diesem Film scheiße finde, damit ihr euch dann auch beschweren könnt, du hast den Film nicht verstanden. Nein, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich habe kein Kunstverständnis und will ich auch gar nicht haben. Ganz ehrlich. Ja. Valhalla Rising, da würde meine Süße wieder sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Und ich würde ihr antworten, kann weg, ist weg, sei ruhig, ist alles gut, beruhig dich, ich habe den schon abgestoßen, den Film so gut wie. So, worum geht es? Ja, das ist kurz gesagt. Ein Wikinger läuft durch die Valapampa und wird am Ende von Indianern erschlagen. Ende. Das war die komplette Plot-Synopsis. Das ist aufgeteilt in 6 Akte. Ja, das ist sehr ähnlich, finde ich, wie der beschissene Pfad des Wikingers, in dem wir einen Wikinger in den Wald kacken sehen. Ja, in den Wald kacken. Literally hält die Kamera drauf, wie der Typ in den Wald scheißt bei dem Pfad des Wikingers. Und in dem Bereich bewegt sich dann auch Valhalla Rising allerdings ernster. Er hat halt den Kunstanspruch noch ein bisschen tiefer, aber es ist der gleiche Scheiß. Wikinger schweigen, laufen durch die Valapampa und sterben.
Es geht um ein Auge, das ist Mads Mikkelsen, der hat halt nur ein Auge, von irgendeiner Verletzung wohl, hat er ein Auge verloren, ne, so, ja. Und der wird als Sklave festgehalten und wie in einem Martial-Arts-Film zu illegalen, ja, illegal, zu brutalen, barbarischen Kämpfen gezwungen in der Matschkuhle. Mehr war da budgetmäßig wohl nicht drin, aber ist ja auch egal. Das unterstreicht die Tiefe und die Trostlosigkeit des wikingischen Zeitalters. Ja, ihr wart alle dabei, ich weiß. Gut, und ja, das ist ja noch ziemlich gut. Die ersten 20 Minuten des Films haben wirklich einen gewissen Charme. Es ist halt wirklich diese trostlose, graue Ödnis, in der das alles spielt und diese schmutzige, harte Gewalt, in der man halt ums nackte Überleben kämpfen muss. So war das ja auch damals. Und er muss sich da halt eben da ein paar Leuten erwehren. Erfolgreich. Und dann ist da so ein kleiner Junge und der füttert ihn immer, wenn er in seinem Käfig sitzt und nicht gerade kämpfen muss. Nun, auf jeden Fall im Laufe des Weiteren, ja, kann er sich dann befreien und einige der Leute töten, andere fliehen dann aus dieser Gruppe, die ihn da versklavt haben. Und er geht dann seines Weges und der kleine Junge folgt ihm. Dann schließt er sich irgendwelchen Kreuzzügen an. Offenbar scheint es Wikinger gegeben zu haben, die dann doch gottesgläubig waren. Ich dachte, das waren alle Heiden, aber hinten drauf steht wortwörtlich, kein Scheiß, oh, ich habe eine Lesebrille auf, das wäre sehr gut. Als ihm die Frucht gelingt, schließt er sich kriegerischen Wikingern an. Das sind also Wikinger, denen er sich da anschließt. Ja, und die suchen Jerusalem. Und dann wollen sie halt eben über den Seeweg dahin und fahren dann mit dem Boot. Und diese Bootfahrtsequenz ist, glaube ich, mit Abstand das nervigste und langweiligste, das ich in der Filmgeschichte jemals gesehen habe. Ja. Da werden die langsam verrückt, dann glauben sie, sie sind verflucht wegen dem Bengel da und dann gehen sie aufeinander los, dann muss er einen töten. Klingt aufregend, ne? Ist in dem Film aber so hypnotisch beschissen gefilmt und inszeniert, dass sich die Fußnägel aufrollen vor Langeweile, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Dann kommen sie auf dem anderen Ufer irgendwann an, haben sich natürlich im Nebel verirrt und sind dann random irgendwo. Und dann setze ich mir jetzt mal den Spoilerhut auf, um das zu erzählen, was ich gerade schon gespoilert habe. Aber scheißegal, gut. Ich hab das hässliche Ding auf darüber, ne? Gut, ja, also dann ist es halt eben so, dass sie da ankommen und nichts finden außer Wald, dichte Waldgebiete und boah, Wildnis halt, ne? Also nicht das gelobte Land, so ein Scheiß aber auch. Und dann werden die immer irrer und gehen aufeinander los. Denn irgendwo aus dem Off schießen ständig irgendwelche Leute mit Pfeilen auf die und der eine oder andere stirbt dadurch. Oder sie bringen sich gegenseitig um. Bis am Ende nur noch Mads Mikkelsen übrig ist und der Bengel. Dann stehen sie da irgendwie am Ufer. Oh, ich habe Salzwasser gefunden und es kommen ein paar rot angemalte Indianer an und stehen einfach da. Mads Mikkelsen geht dahin, lässt sich totschlagen, der Film ist zu Ende. Ja, er opfert sich für den Jungen. Was sollte es die Indianer denn interessieren, dass der jetzt da auf die zugeht und so macht, bitte haut mich tot. Die schlagen den Bengel doch trotzdem tot normalerweise. Wieso gehen die plötzlich weg? Ist das irgendwie ein stummes Ehrenabkommen, das damals weltweit existiert hat, dass man, wenn man sich kampflos ergibt und erschlagen lässt, damit das Leben eines kleinen Jungen rettet? Wo ist da die Kommunikation? Das ist beschissen einfach nur. Vergiss es, ey. So, also Valhalla Rising ist der letzte Mist. Und ich weiß, dieser Regisseur, der hat ja auch Meisterwerke geschaffen wie A Place Beyond the Pines und Drive, die ja in galaktischen Tönen hochgelobt werden. Und ich habe damals Drive gesehen und der hat mir damals nicht gefallen. Ich habe mir aber vorgenommen, den irgendwann nochmal zu rewatchen. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Das ist auch ganz gut so, weil ich habe auch den hier rewatcht in der Hoffnung, naja, beim zweiten Mal verhattest du vorher einfach die falsche Herangehensweise und die falschen Erwartungen, ne? Und wisst ihr was? Ich gehe sogar so weit, um euch noch endgültig zu beleidigen, die diesen Film hier vergöttern, ja? Das hier ist scheiße. Wenn ihr einen guten Wikinger-Film sehen wollt, guckt ihr Northman mit dem Amon Amarth-Brüllaffen, der dann kurz mitmacht und dann abgeschlachtet wird, ja? Das ist ein guter Wikinger-Film, nicht das hier. Oder schaut die Serie Vikings. So. Gut. Kommen wir zum nächsten Film. Ja, wird leider nicht viel besser, aber der Film, ja, ist halt ein Genrefilm, der in meine Sammlung passt, weil ich zahlreiche derartige Filme habe. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass es hier ein bisschen was Besseres ist, weil immerhin ein sehr guter, finde ich, Regisseur dahinter steckt. Aber von dem ist wohl auch nichts mehr zu erwarten, leider. Es geht um Amphibious 3D. Ich habe den irgendwann vor Ewigkeiten mal aus dem Verleih gesehen und dann komplett vergessen. Dann habe ich vor einigen Monaten mal irgendwie gegoogelt, wo, was macht dann eigentlich Brian Knutzner, der hat hier Regie geführt, aktuell so. Und da sah ich in der Filmografie von dem, oh, der hat ja auch Amphibios gemacht. Der war von Brian Knutzner, what the fuck. Und dann habe ich mir den auf meine Amazon-Liste gesetzt und schwupps, die Wups hat irgendein Verrückter von euch mit denen gekauft. Ich weiß nicht, ob das der Jan war oder irgendwer, ich weiß nicht, egal, ja. So,
Und jetzt habe ich ihn halt eben auf diese Weise rewatchen können. Und ja, es ist ein unterhaltsamer Tierhorrorfilm. Leider aber auch nicht mehr als das. Worum geht es? Da taucht ein Internetvideo auf, in dem ein süßes Pärchen, so ein Teenagerpärchen, am Strand von einer unbekannten Meereskreatur getötet wird. Und man fragt sich, echt oder fake? So, und jetzt ist da eine Meeresbiologin, die wird darauf aufmerksam gemacht und reist jetzt dahin, um zu gucken, was ist denn dran an der ganzen Geschichte. So, das ist so der Aufhänger von dem Film. Und sie wird halt gefahren von einem Skipper, den sie dafür anheuert, der ist gespielt von Michael Paré, dem einzigen namhaften Schauspieler, der mir in diesem Film aufgefallen ist. Ja, und dann geht's halt los. So, da kommen sie halt eben vor Ort an, da ist dann so eine aus Bambus bestehende Insel oder so, also irgendwie so eine Art, ja, eine Angelstation nennt sich das wohl, ja, aus Holz gebaut, so ein Ding auf dem Wasser oder am Wasser stehen, wo man halt eben auch von angeln kann von da aus, weiß ich nicht. Da wird von irgendwelchen Schmugglern betrieben, die da Kinder halten, als Sklaven oder Kinderarbeiter oder was, keine Ahnung, ja. So, und eins von diesen Kindern scheint ein Junge zu sein, ist in Wahrheit aber ein Mädchen, was jedem auffällt, der weiß, wie Titten aussehen, aber egal. Und, in dem Fall Kindertitten, es fällt trotzdem auf, das wölbt sich halt durchs Hemd durch, das ist einfach fucking so. Bei der ersten Szene dachte ich, das ist doch kein Junge, das ist doch ein Mädchen, wollt ihr mich verarschen? Wenn dann aber in der Synchronfassung auch eine Jungsstimme, dachte ich, naja, okay, vielleicht haben sie ein Mädchen genommen, das ein Junge spielt, warum? Ich meine, da machen ja auch viele andere Jungs mit, warum hat man denn, ja, und dann stellt sich heraus, oh, Plot Twist, das ist eigentlich ein Mädchen, oh, verdammt nochmal. Ja, ist doch egal, was für ein Geschlecht ist das, Mike. Naja, okay, gut. So, die wird da gemobbt und von da hat natürlich sowieso da ein Problem mit versklavt zu werden, logischerweise. Und jetzt ein Stein um den Hals, ja. Und das ist irgendwie von ihrem Opa, Onkel, keine Ahnung wem. Da sieht man auch so ein paar Flashbacks, wo sie das bekommt. Und der hat ihr irgendwie was gesagt, ja, das ist ein Totem für ein Unterwassermonster. Ich weiß es nicht und irgendwoher weiß das Mädchen dann plötzlich, wenn ich mir in den Bauch schneide und davon Blut ins Wasser tropfen lasse mit dem Stein um den Hals, dann hat mich ein großes Meeresmonster lieb und tötet in meinem Auftrag. Da gibt es eine Szene, wo sie das eben tut, woher sie das weiß. Nicht von Belang, ist halt so, ne? Naja, und dann legt sie sich da irgendwie hin mit dieser blutigen Stelle und da kommt plötzlich da dieser Skorpionstachel, der übrigens 90% des Films das Einzige ist, was man von dem Monster sieht. Dieser riesengroße Skorpionstachel, der immer aus dem Wasser rausragt. Und sich dann wie so ein Fächer noch so ein bisschen aufstellen kann. Ja, der kommt dann raus und legt sich auf die Wunde des Mädchens und geht dann wieder ins Wasser zurück. So, oh, ich hab dich lieb, ich töte jetzt deinen Namen, oder so. Und dann geht's halt los und einer nach anderen stirbt. Es gibt dann ein paar ganz ordentliche Kills und dann kommt es irgendwann zum Finale. Dafür muss ich mir jetzt wieder diesen hässlichen Deckel auf die Rübe setzen. Moment. Plopp. So, geht los. Im Showdown scheint es erst ungewöhnlich zu enden, wo ich denke, okay, das ist mal was anderes, weil einer von, das ist ein ganz dicker, schmieriger Kerl, ja, der stellt sich dem Monster mit einer Axt, opfert sich praktisch und schlägt dem Vieh die Axt einmal komplett in die Stirn. Die komplette Axt, die ganze Klinge von der Axt, oder die halbe, es ist eine Doppelaxt, eine doppelschneidige Axt, ja. Und das Monster tötet ihn daraufhin, sackt ihn aber zusammen und ist dann regungslos. Dann kommt unser Held angefahren und will ja die Olle retten da, die Meeresbiologin, die vor Ort ist. Und stochert auch in dem Riesenskorpionmonstrum rum. Und es scheint auch tot zu sein. Ich dachte, okay, das ist ja mal was anderes. Ich konnte mich an das Ende überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, und dann kommt es natürlich doch wieder zu sich. Und dann kämpft er gegen das Vieh mit einer langen Lanze und sticht mehrere Male in die Seiten des Viech und auch ins Auge, bringt alles nichts. Erst als das kleine Mädchen kommt mit einem kleinen Pixelmesser und auf das Monster draufspringt, auf den Kopf da einsticht und dann da irgendwie mit der Hand in das Loch, was da entsteht, reingreift, da hat es dann wohl innen drinnen den Ausschaltknopf gedrückt und dann ist das Viech endgültig tot, ja. Und alles ist dann vorbei. Unser Held, Michael Paré, er liegt dann noch seinen Wunden und stirbt. Ja, Dramatik, das muss ja jetzt sein. Wir müssen ja ein kleines Mädchen als Heldin haben und natürlich keinen Mann, um Gottes Willen, bloß nicht. Dann kommt es halt eben dann so, dass wir keinen Zeitsprung haben. Ein paar Tage, Wochen, weiß ich nicht, später besucht die Meeresbiologin das kleine Mädchen, um zu schauen, ob mit ihr alles in Ordnung ist. Sie sitzt dann, ist ganz bleich und aus ihrer Bauchwunde pult sie sich kleine Babyskorpione. Einer davon tritt die Meeresbiologin dann platt und flieht. Und dann sieht man, wie mehrere kleine andere Meereskreaturen, also kleine Skorpione, Babys da umhergekrabbelt kommen und ins Wasser springen. Ohohoho, die nächste Generation der Riesenkiller-Skorpione ist geboren durch das Mädchen. Also hat das Skorpionwesen in dem Moment, in dem es da anfangs seinen Stachel auf die offene Wunde des Mädchens legte, da eigentlich nur seine Eier abgelegt in ihr.
Und deswegen hat es das Mädchen auch verteidigt, die ganze Film über, weil es einfach nur seine Brut verteidigt hat. Das ist dann so die logische Auflösung dahinter, vermute ich jetzt mal. Ja, gut. Und dann endet das Ganze. Also wie gesagt, Amphibios 3D, ich weiß auch nicht, was hier 3D sein soll, keine Ahnung. Also ich kann mir jetzt hier keine Szene vorstellen, die jetzt, er ist in der 3D-Fassung drauf sogar. Irgendwie, hat denn noch einer in 3D geschaut? Kann man da was zu sagen? Ist das gutes 3D? Ich habe da nichts gesehen, was irgendwie 3D-mäßig wirken könnte. Dass irgendwie was auf mich zufliegt oder irgendwie. Es gibt halt ein paar nette Kills, es ist halt ein klassischer Tierhorror-Trash-Film jetzt einfach. Das Viech selbst ist ziemlich schlecht getrickst an sich, wie in diesen B-Trash-Tierhorror-Filmen eben üblich. Aber das Design finde ich eigentlich ganz gut. Dieses wuchtige, gepanzerte Skorpionviech, das sieht schon ganz geil aus, aber es ist halt Trash animiert. Ne? So, so viel dazu, wollte ich sagen. So, gut, kommen wir zum nächsten Film. Jetzt wird es dann schon ein bisschen besser. Wobei ich hier sagen muss, auch hier ist das Ende ein bisschen, weiß ich nicht, meh. Bei der Art Film, das geht jetzt hier so ein bisschen in die Richtung Undisputed, ja, also Martial Arts Klopper, da erwartet man ein wuchtiges Finale und hier ist es irgendwie alles so, aber da komme ich dann im Spoiler zu. Es geht um den Film Blood and Bone mit Michael Jai White, der sich ja auch schon einige Male mit dem guten Scott Adkins gekloppt hat, ne? Und ja, hier geht es jetzt darum, dass er, Michael Jai White, spielt den titelgebenden Bone und kommt am Anfang aus dem Gefängnis und er ist halt ein stahlharter Kämpfer einfach, ja. Das ist das erste Problem, was ich mit diesem Film habe. Michael Jai White spielt hier eine unzerstörbare Kampfmaschine nahezu. Er ist nicht ein einziges Mal in Bedrängnis, er hat nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise irgendwie keine Chance gegen den Gegner oder so. In den ganzen Kämpfen, die jetzt hier so folgen, ist er immer dominant. Ja, das macht ihn schon ein bisschen zu unverwundbar und zu overpowered. Das finde ich nicht so toll, weiß ich nicht. Irgendwie mag ich das auch ganz gerne mal sehen, dass ein Held einem Gegner gegenübergestellt wird, dem er auch mal nicht unbedingt gewachsen ist und sich ein bisschen anstrengen muss, um ihn dann doch zu besiegen. Das finde ich viel geiler als, ja, pow, pow, platt, pow, 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 platt. Und dann einmal kämpft er hier gegen so einen 3 Meter mal 4 Meter breiten Hulk, ja. Da ist es ein bisschen schwieriger. Er muss halt ein bisschen länger auf ihn einprügeln, um ihn doch zu besiegen, während des Films irgendwann. Naja, auf jeden Fall, die Story ist halt, er kommt aus dem Gefängnis und nimmt Kontakt auf zu so einem schmierigen Gangster, der halt eben illegale Kämpfe veranstaltet und der irgendwie so eine alte, unter Drogen gesetzt, da irgendwie wie sein Haustier hält. Die ist irgendwie dann halt eben so sein Babe, keine Ahnung. Und das ist dann der Hintergrund, denn im Knast hatte er einen Kumpel und der ist im Gefängnis unschuldig gewesen, weil dieser Gangsterboss, der hat dafür gesorgt, dass er in den Bau wandert, damit er sich die Alte von ihm greifen kann. Im Gefängnis starb dieser Typ jetzt und aus Rache, wenn man so will, also er hat ja das Versprechen abgenommen, wenn du wie immer irgendwann rauskommst, kümmere dich um meine Frau. Hol sie aus der Scheiße raus, oder was, ne? Im Sterben hat er dem Helden das abgenommen, dieses Versprechen. Ja, und das macht er dann jetzt eben. So, und dafür hat er einen Plan, der ein bisschen, naja, ein bisschen sehr empathisch ist, oder wie sagt man? Da komme ich jetzt im Spoiler zu, denn das Ganze endet dann wie folgt. Also, Michael Jai White, oder Bone, kämpft sich halt in diesem Underground-Martial-Arts-Ring immer mehr empor und macht sich immer mehr einen Namen, bis halt eben dieser Gangsterboss auf ihn aufmerksam wird und ihn für sich kämpfen lassen will. Und dann handelt Bone mit einem weiteren Gangsterboss, gespielt von Julian Sands, der noch viel, viel mächtiger ist, einen Kampf gegen dem sein Champion aus. Mehr oder weniger, ja. Oder sagen wir mal so, er kriegt den Schurken dazu, diesen Kampf klar zu machen, sagt aber noch nicht wirklich zu. Ich überleg's mir, sagt er zu ihm mehr oder weniger. Und er handelt den Deal dann aus, weil es geht um 5 Millionen Dollar dabei dann auch. Und außerdem eben auch um die Freiheit dieser Olden da. Ne? Ja, und als er dann zurückkommt und sagt, ja, ich habe den Kampf ausgehandelt, sagt er, ja, warum? Ich habe doch gar nicht zugesagt und ich kämpfe jetzt nicht, ich habe keinen Bock, sagt er. Warum? Ich meine, nur um ihn zu demütigen, weil dann kriegt er ja Probleme mit diesem Julian Sands, also mit diesem anderen Gangsterboss. Oder so, naja, und dann geht er dann doch zu diesem Kampf und kämpft diesen Kampf auch. Das sind ja ganz viele reiche Säcke, die unheimlich viel Geld setzen auf einen von den beiden Kämpfern. Und dieser Champion von Julian Sands ist so eine Fluppe. Ich glaube, das ist der schwächste Gegner, den er im ganzen Film hat. Er wird ja vorher kurz vorgestellt, in einem Video sieht er ihn halt kämpfen. Oh, der ist unbezwingbar, blablabla. Und dann kommst du zu diesem Kampf, der hat überhaupt keine Sonne. Und als Michael Jai White ihn am Boden hat, den Gegenspieler, ja, und eigentlich den Kampf jetzt gewinnen könnte, macht er selbst bumm, bumm, bumm. Also dieses dreimal auf den Boden schlagen ist ja aufgeben. Also er gibt dann auf und der andere gewinnt dann taumelnd und völlig kaputt.
wegen Aufgabe des Gegners. Und dann hat halt jetzt Julian, der Schurke, ganz viel Geld verloren und steht jetzt in der Kreide bei diesem hohen Gangsterboss. Also deswegen hat er das wahrscheinlich gemacht. Ja, und dann rastet der plötzlich aus, dieser Gangsterboss da, dieser Schweinehund des Filmes, ja. Und der hat immer so einen Stock dabei, so einen Gehstock. Und dann kann er eine Klinge rausziehen. Und dann geht er damit auf Michael Jai White los und aus Fairness wirft ihm dann ein anderer von den umstehenden Leuten ebenfalls ein Schwert zu. Damit die sich jetzt duellieren können mit einem Schwert, ja. Und auch das Ding beherrscht Michael Jai White bestens in diesem Fall. Er nimmt es sogar so, dass er die Klinge rauszieht und wegwirft und den Gegner bekämpft mit der Scheide. Und während des Kampfes trifft Michael Jai White den Schurken 30 Mal so an entsprechend verletzlichen Punkten mit der Scheide, dass er ihn normalerweise damit 30 Mal hätte töten können. Er trifft ihn halt immer an wichtigen Punkten. Normalerweise wäre der Kampf danach zu Ende, weil er dann tot ist, der Gegner. Versteht ihr, wie ich meine? Damit demütigt er ihn also zusätzlich nochmal. Dann wendet er sein eigenes Schwert gegen den Gegner, da hackt er sich praktisch selbst die Hand ab durch einen Move, den Michael Jai White macht. Dann geht er dann dadurch natürlich schmerzerfüllt zu Boden. Im nächsten Moment kommt schon die Polizei angerückt, die vorher informiert wurde. Und dann wird unser Gangsterboss-Schurke verhaftet. Und im Schluss, im Abspann, sieht man noch eine Sequenz, in der er im Gefängnis sitzt und da dann hart von hinten genommen wird, von den Kumpels des Insassen. Es ist so ein bisschen das Kinjite-Finale, was da am Ende mit dem Schurken passiert. Es ist okay, aber der ganze Film läuft eigentlich eher darauf hinaus, dass er dann am Ende so ein bisschen Impact hat. Ja, dass jetzt zumindest irgendwie, weiß ich nicht, voll auf die Fresse kriegt, aber immer gut, okay, der hat abgehakt. Ich muss das noch ein bisschen auf mich wirken lassen, glaube ich. Das war aber irgendwie so ein bisschen untypisch für dieses Genre, dieses Ende, fand ich. So, aber der Film war an sich okay, die Martial-Arts-Szenen waren gut, allerdings ist der Held mir ein bisschen zu overpowered, finde ich hier. Und wie gesagt, das Ende ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir da was. Ich habe keine Ahnung, was es ist. So, nächster Film, auch ein Rewatch, auch wieder Martial Arts. Und ich habe den Film wesentlich schlechter in Erinnerung, konnte mich aber nicht an das Finale erinnern. Und als ich den Film so sah, dachte ich, Alter, was ist denn damals mit dir gewesen? Wieso fandst du den damals denn so schlecht? Bis ich dann den Showdown sah und dann wusste ich wieder Bescheid, aber da komme ich dann zu. Es geht um Return of the Warrior, Tom Jung-Goon 2. Der erste Teil Tom Jung-Goon, den habe ich aus der Zeitschrift irgendwo stehen noch immer und es ist die geschnittene Fassung. Es gibt den, glaube ich, mittlerweile irgendwie irgendwo uncut, habe ich, glaube ich, auf meiner Amazon-Liste, aber hier, ne, No Dengo Dinero. Und ich habe den auch bis heute nicht ungekürzt gesehen, aber ich finde den schon in der geschnittenen Fassung den besten Tony Jaa-Film. Also meiner persönlichen Meinung nach, ja? Den ersten Teil. So, das ist die Fortsetzung. Worum geht es hier? Wie im ersten Teil, er ist halt ein Typ, der einen Elefanten großgezogen hat. Von Kindheitsbeinen auf. Ja, das ist also nicht nur dem sein Elefant oder Tier, die sind wie Brüder. Offenbar haben die Thailänder da irgendwie teilweise diese religiöse Bindung zu diesen Tieren. Das ist irgendwie wohl da irgendwie so ein traditionelles Ding, ne? Deswegen, da muss man schon mit klarkommen, weil sonst versteht man nicht, wieso macht er das alles für diesen verdammten Elefanten, ey? Naja, das ist halt irgendwie auf jeden Fall hier dann auch wieder irgendwie jemand, der diesen Elefant unbedingt kaufen will und ihn dann raubt, weil sie ihn übergeben wollen bei einer Schenkung an einen Politiker. Da gibt es irgendwie einen Brauch, dass man einen Elefanten verschenkt oder sowas. Da steckt aber noch ein bisschen was dahinter, da komme ich aber im Spoiler dann zu. So, und er will das auf jeden Fall verhindern, weil er wird ihm halt gestohlen, der Elefant, er will seinen Elefanten zurück und nimmt jetzt den Kampf gegen diese ganzen Gangster, die damit zu tun haben, eben auf. Allen voran DMX, der spielt hier den Oberschurken, das ist der Schurke, der Held aus The Man with the Iron Fist, den ich auch noch rewatchen muss. Ja, ich weiß noch nicht, was mich da noch erwarten wird. Ich erinnere mich auch an Man with the Iron Fist kaum. Ich weiß nur, dass ich ihn damals ganz gut fand. So, gut. Aber wieso läuft mir jetzt die Nase? Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich habe nämlich keine Taschentücher hier liegen. So, gut. Dann kommt es halt eben zu vielen Kämpfen, vielen Action-Szenen. Und das ist richtig, richtig, richtig geil mit Abstrichen. Die Stunts in diesem Film sind der Burner. Es gibt Szenen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Es gibt zum Beispiel eine, also die Szene, die bei mir am meisten hängen geblieben ist, die kämpfen auf Motorrädern, auf dem Dach. Und irgendwie auch nachher wieder unten auf der Straße. Und dann fällt einer vom Motorrad auf die Straße und es kommt gerade ein Auto angefahren und sein Kopf liegt direkt vor dem Autoreifen. Und der Autoreifen fährt in der durchgehenden Szene über seinen Kopf und der hintere auch und dann fährt das Auto weiter. Und er liegt da und lebt noch, kommt wieder hoch und macht, weil er hat einen Motorradhelm auf. Und du siehst auch die ganze Zeit sein Gesicht. Das ist jetzt also nicht irgendwie getrickst, das ist ein fucking Stunt. Da hat sich der Stuntman hingelegt und sich seinen Kopf mit Motorradhelm von einem Auto überrollen lassen.
Ich habe da echt gesessen, so, what the f-? Ich konnte mich überhaupt nicht mehr an diese Szene erinnern. Und das sind so die Momente, die ich an diesen asiatischen Actionfilm einfach liebe. Diese halsbrecherischen, unglaublichen Stunts, die du nie irgendwo zuvor gesehen hast, ja. Auch so, wie die hier irgendwie von großer Höhe irgendwie runterknallen, die Leute. Und was die sich für Knochen brechen müssen teilweise, ist immer wieder faszinierend. Deswegen mag ich auch gerne Jackie Chan-Filme und ähnliches, ne. Und in die Richtung geht das eben auch bei diesem Film hier. Und es gibt nur ein paar Action-Szenen, da sind einige ganz, ganz, ganz krasse Anschlussfehler drin. Zum Beispiel Tony Ja wird von einer Brücke geschleudert. Eine große Brücke. Ja? Und hängt aber mit dem Fuß an dem Seil. So, und dann fällt er runter mit dem Seil am Fuß und schwingt unten unter der Brücke durch. Und in der nächsten Szene landet er auf einem Autodach. Unten ist Wasser. Also willst du mir noch nicht erzählen, dass das Seil so viel Schwung hatte, dass es auf der anderen Seite wieder hochgeschwungen ist und er dann von hoher Höhe runterfiel auf dieses Auto. Das ist ja physikalisch gar nicht möglich. Und selbst wenn sie das hätten uns erklären wollen, hätten sie auch zeigen müssen, wie das Seil da hochschwingt und sich da einmal um die Brücke wickelt irgendwie. Und das ist ein ganz krasser Anschlussfehler. Und ebenfalls auf diesem erwähnten, bei diesem erwähnten Motorradkampf auf dem Dach, wie gesagt, die kämpfen auf dem Dach und ganz viele Motorräder fahren hinter ihm her. Und dann rennt er weg und springt von einem Gebäude aufs andere. Dabei hat er eine Helmkamera auf. Du siehst es alle aus der Ego-Perspektive, ähnlich wie in dem Film Hardcore Henry. Mega geile Szene, er springt dann auf die andere Seite rüber und es ist einfach nur cool. Der Stunt ist wirklich gut. Und plötzlich sind auf dem anderen Dach, auf der anderen Seite, auf dem anderen Gebäude auch Motorräder. Woher wussten die denn, dass er dahin springen wird? Wo kommen die überhaupt so schnell her? Ja, die kämpfen auf dem Dach. Wir fahren mal auf das Dach. Vielleicht springt er da ja noch rüber. Das ist ja völliger Blödsinn. Ne? Und das sind dann so Sachen, ja, das fällt mir halt dann leider immer sehr auf. Aber trotzdem ist es super Action, die man hier zu sehen bekommt. So, und dann kommen wir zum Spoiler des Films. Warte. Ohne Spoiler noch als Erwähnung. Es gibt ja auch einen Sideplot. Da sind zwei Mädchen. Eine von denen ist Yiya Janin, die Alte aus Chocolate. Und das sind so Schwestern und der Vater von ihr stirbt. Und Tony Ja bekommt das zugeschoben. Sieht so aus, als hätte er den getötet, hat er aber nicht. Deswegen jagen diese Mädels ihn immer. Und dann während des Filmes erkennen sie aber nach und nach, dass er das gar nicht war, dass es ein anderer war. Einer von den Gegenspielern von Tony Ja. Denn dieser Oberboss, dieser Obergangsterboss, DMX, der hat noch eine rechte Hand. Auch so ein schwarzer Kämpfer, ein ganz großer, stärkerer. Und der war das. Ne? Und da kommt es auch zu etlichen Kämpfen. Das wäre jetzt nur am Rande. So. Und eben dann in diesem Spoiler, es kommt dann am Schluss endlich zu einem Kampf, wo sowohl Yiya Janin als auch Tony Ja gemeinsam gegen diesen Schwarzen kämpfen. Die Schwester von der Eulen ist mittlerweile tot. Dieser Typ hat in einem anderen Kampf vorher die Schwester von ihr getötet. So, und Yiya Janin wirft immer so mit so Akupunkturnadeln oder sticht die auch gezielt in den Körper von dem Gegner, um gewisse Nervenpunkte lahmzulegen wahrscheinlich und ihn damit zu schwächen. Und dennoch kann dieser Schurke sie platt machen. Die liegt dann am Boden, das ganze Gebäude brennt und dann siehst du, wie sie zusammensackt. Und du siehst dann auch nicht, dass sie da wieder rauskommt. Das ganze Gebäude brennt danach dann ab. In einem weiteren Kampf kann Tony Ja ihn dann besiegen, indem er ähnlich wie am Ende von Ong Bak aus hoher Höhe mit beiden Knien voran auf sein Kreuz springt. Das bricht dir das Scheißgenick, du bist dann tot. Okay? Halten wir mal fest. So, dann kommt es zum Showdown und der Plot-Synopsis, oder wie sagt man, der Plot-Twist am Ende ist, der Schurke hat in den Elefanten in die Stoßzähne Sprengladungen eingebaut. Wenn man jetzt die Spitzen der Stoßzähne einfach abzieht, dann explodiert alles. Damit will er diesen Politiker, dem der Elefant übergeben werden soll, töten. Und auch alle Anwesenden auf diesem Dach mit dieser riesen Explosion. So. Also steht Tony Ja da und hält diese Stoßzähne jetzt zu. Damit die Spitzen nicht abgenommen werden können. Kann also nur mit den Beinen kämpfen. Und so kommt er halt im Kampf dann zustande. Ja? Und dann plötzlich kommt von hinten dieser Typ, den er gerade mittels Sprung das Genick gebrochen hat, wieder an. Und du denkst dir, was? Der ist doch tot. Den hat er doch gerade besiegt. Wo kommt der jetzt plötzlich her? Und dann kommt auch noch Yiya Janin plötzlich angelaufen, die eigentlich in einem Gebäude verbrannt ist. So ist der Motto, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, es muss ja unbedingt noch dazu kommen, dass das kleine Mädchen ihre Rache bekommt für ihre tote Schwester und ihren toten Vater. Und dann kommst du zu einem Kampf zwischen Yiya Janin und diesem Typen und sie macht ihn dann endgültig fertig. Bricht ihm endgültig das Kreuz, wenn man so will, ja. Während Tony Ja ja immer noch festhängt zwischen den Elefantenzähnen und in einem entscheidenden Moment stürmt dieser Oberschurke auf ihn zu und dann zieht er selbst die Stoßzähne ab und wirft sie nach vorne. Die Sprengsätze sind ja in den Spitzen drin. Dann explodiert das ganze Dach, der Oberschurke wird dabei
von der Explosion wohl getötet. Und Tony Ja und der Elefant stürzen vom Gebäude und landen offenbar unten im Wasser und kommen dann am Strand wieder hoch und sind unversehrt. Ja, ist klar. Was Besseres ist denen wohl nicht eingefallen. Das ist ein Tony Ja-Film. Und wir haben im ersten Teil ja gesehen, was er drauf hat. Wie gut er kämpfen kann und mit was für Leuten er fertig wird. Ja, und du wartest die ganze Zeit auf das große Finale und es kommt nicht zu einem coolen One-on-One-Fight zwischen den beiden. Stattdessen wirft ihm einfach die Sprengladung entgegen und opfert sich praktisch, indem er in die Tiefe stürzt. Aber er überlebt das dann. Er stürzt so einen Wolkenkratzer mit einem Elefanten in offenbar flaches Wasser, weil das, der Wolkenkratzer steht ja nicht auf dem Ozean mittendrauf, wo irgendwie 20 Meter tief oder noch mehr ist. Das ist ja am Ufer. Also ich weiß nicht, das habe ich auch überhaupt nicht abgekauft. Und das ist mein Problem mit diesem Film. Dieses Finale war nicht so. Was ich nicht weiß, was sie da geraucht haben. Und das ist einfach schlecht geskriptet, dieses Finale, finde ich. So, nächster Film. Jetzt kommt es. Jetzt kommt der Moment, wo viele von euch abschalten werden. Ja? Ihr habt ja gesehen, Valhalla Rising, Amphibious, Blood and Bone und Return of the Warrior. Und der Film, der jetzt kommt, den fand ich besser als all die zusammen. Vor allem als Valhalla Rising. Achtung! Habt schon mal die Hand auf dem X, ja? Wir kommen zu After Earth. Den habe ich einmal gesehen, als er neu war. Und das war so eine Phase. Kennt ihr das? Ihr guckt so einen Film und ihr habt auf das Genre eigentlich überhaupt keinen Bock derzeit. Ich war damals voll auf Fantasy. Ich glaube, das war auch so die Zeit von Herr der Ringe oder den ganzen Folgefilmen. Ich war auf jeden Fall voll auf so Sachen wie Herr der Ringe, das Conan Remake fand ich ganz nice und hier, die Percy Jackson Filme und sowas fand ich ganz gut und so, weil ich auch mit meinem Schatz viel Filme geguckt habe. Und dann habe ich irgendwann abends den mal ausgeliehen. Das ist ja so Science Fiction, das hat mich dann einfach nur, ich hab den so vorbeigeblubbert. So. Fand den aber ganz gut, so, das weiß ich noch. Ich fand den jetzt nicht scheiße, ja. Ich habe damals schon nicht verstanden, wo der Hate seinen Ursprung hat auf diesen Film. So, jetzt habe ich ihn dann nochmal rewatcht. Und jetzt verstehe ich es noch weniger, weil ich hatte richtig Bock auf einen Science Fiction Film. Ausgelöst durch die Trailer von Dear Horst und habe den jetzt deswegen geguckt und ich verstehe das Problem nicht. Worum geht's in After Earth? Will Smith spielt einen Ghoster. Heißt das? Er kann ghosten. Was ist das? In der Zukunft ist die Erde zerstört durch eine Alien-Invasion und auch durch Umwelt und bla bla bla, natürlich, ne? Und diese Alien-Invasion, die Aliens, die es angegriffen haben, die haben so Kreaturen, die heißen irgendwie Earther oder so. Und das sind riesige, große, wuchtige, krallenbewehrte Monster, die aber blind sind. Und die spüren dich auf anhand der Pheromone, die du ausströmst, wenn du Angst hast. Also die riechen deine Angst. Das ist das, was sie können. Ja? Also nicht wie bei Don't Breathe oder wie heißt der? Nee, wie heißt der nochmal? Quiet Place? Oder wie hieß denn der mit den Viechern, die dich hören können, so ist es halt eben da, dass sie dich deine Angst spüren können. So. Und Will Smith hat irgendwann einfach keine Angst mehr empfunden. Und dann sehen sie ihn ja nicht. Wenn er mit der Waffe langsam und cool auf die zugeht, sehen die ihn ja nicht kommen und dann kann er die töten. Das ist dann dieses Ghosten und das können halt einige und er ist einer von denen. So. Und er hat halt einen Sohn und er ist sehr abgebrüht, der Vater. Also Will Smith ist ein total eiskalter Typ, der absolut auf Disziplin setzt. Und er will halt, dass sein Sohn auch eine hohe Ausbildung genießt und auch ein hohes Tier wird, ein richtiger Kämpfer wird, ein Soldat wird. Mehr interessiert ihn nicht. Also da ist keine Wärme zwischen Vater und Sohn. Ja, dieser Plotpunkt ist auch irgendwie wichtig. Den haben aber viele offenbar nicht verstanden, denn das ist einer der größten Kritikpunkte, die Leute an den Film anbringen. Es ist gar keine Wärme zwischen Vater und Sohn. Ja, darum geht es ja. Denn ein Raumschiff, in dem die gerade unterwegs sind, stürzt dann ab und die müssen notlanden auf der zerstörten Erde. Und das ist mittlerweile ein Planet, auf dem man nicht mehr landen darf, weil es da zu gefährlich ist für Menschen. Die ganzen Tiere da, die Tierwelt da, ist irgendwie so mutiert, dass alles irgendwie gefährlich und unwirtlich für Menschen ist. So, und außerdem haben die an Bord des Raumschiffes auch noch einen Earther, also so eine Kreatur, eingefangen, die jetzt natürlich frei wird dadurch. Ne? Das Raumschiff stürzt beim Absturz in zwei Hälften. Und die beiden Hälften stürzen halt eben in 100 Meter Abstand voneinander zu Boden. Und in der hinteren Hälfte, da ist ein Dingsbums, damit kannst du ein Signal zur Hilfe senden. Nicht im vorderen. Im vorderen ist auch eins, das ist aber kaputt. So, Will Smith ist jetzt schwer verletzt, beide Beine gebrochen, kann sich also nicht groß bewegen. Jetzt muss also sein Sohn ran, ja, der eher so ein kleines Weichei mehr oder weniger ist, weil er auch traumatisiert ist, denn ein Earther hat seine Mutter vor seinen Augen getötet.
Und deswegen muss er jetzt alleine auf dem Weg sich machen, 100 Kilometer durch die gefährliche Wildnis dieses Planeten, wo beim Heckteil auch noch eine riesige, große, gefährliche Earther-Kreatur auf ihn warten wird und sich den ganzen stellen, um ein Hilfesignal abzusenden. Und noch dazu, er muss so komische Inhalationsdinger nehmen, die ihn dann für einige Stunden die Atmosphäre des Planeten überhaupt ertragen lassen. Denn auch die Atmosphäre auf der Erde hat sich so gewandelt, dass wir kaum atmen können dort. Die ist halt zerstört, die Erde. So. Aber trotzdem blüht sie. Also es ist halt ein Waldplanet irgendwie. Die Natur hat sich die Erde zurückerobert, mehr oder weniger. Ja, muss man halt so hinnehmen. Ist halt Science Fiction, mein Gott. So. Komme ich zum Spoiler, nicht? So, am Ende scheint es so, dass er es nicht schafft, der Junge. Er hat seine ganzen Asthma-Spray-Dinger zu schnell, zu viel aufgebraucht. Oder verliert er welche? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er nicht mehr genug, um es zu schaffen. Und sein Vater steht ständig mit ihm audiovisuell in Kontakt. Also er kann sehen, was der Junge sieht, und er kann mit ihm jederzeit über den Knopf im Ohr sprechen. Und dieser Kontakt ermöglicht ihm natürlich, ihm zu sagen, okay, komm zurück, wir brechen ab, macht keinen Sinn, du kannst es nicht mehr schaffen. Und er, der Junge, glaubt aber an sich. Er glaubt, er kann das schaffen. Und springt dann einfach da irgendwie von so einer Klippe, und er hat so einen Flug-Anzugteil da irgendwie, und also er macht sich auf den Weg, er glaubt, er kann es trotzdem irgendwie schaffen, er gibt jetzt nicht auf, was seinem Vater eigentlich gefallen müsste. Naja, und dann bricht der Kontakt leider ab, denn der Junge stürzt halt eben ab, denn er wird von einem geierartigen riesigen Vogel, Raubvogel gefangen genommen. So, und jetzt ist kein Kontakt mehr zwischen Vater und Sohn da. So, dann erwacht der Junge wieder in dem Nest dieses Vogels, und dann kommen so Raubkatzen und greifen das Nest an, weil sie die Jungtiere wollen. Und der Junge verteidigt dann, also unser Held, wenn man so will, verteidigt dann die Jungtiere, was die Mutter mitbekommt, weshalb sie ihn am Leben lässt. Und sogar sich für ihn opfert, als er eine Kältewelle, das gibt da irgendwie ganz krasse Temperaturschwankungen phasenweise, und dann bricht plötzlich heftigste Minustemperaturen ein, wo er eigentlich dran erfrieren würde. Und dann legt sich dieser Geier irgendwie schützend auf ihn, um ihn zu wärmen. Er friert dabei allerdings selbst. Warum er jetzt dieses Opfer bringt, ist ein bisschen weit hergeholt, das muss ich zugeben. Habe ich nicht ganz verstanden. Warum sollte er das tun? Das ist ja eigentlich nur ein Tier. Aus Dankbarkeit für die Rettung der Jungtiere? Ich weiß nicht so recht. Naja, okay. Auf jeden Fall kommt er dann wieder zu sich, und dann findet er halt eben auch die Abschussstelle, und dann vor Ort natürlich muss er gegen diesen Earther kämpfen und schafft es, seine Angst so zu überwinden, dass er ghosten kann, und dann tötet er das Monster. Sendet das Rettungssignal ab. Alle werden gerettet, und am Ende liegen sich dann auch Vater und Sohn endlich mal in den Armen, und er zeigt endlich die Wärme, die die Zuschauer den ganzen Film über erwartet haben, aber wahrscheinlich haben sie vorher schon abgeschaltet und deswegen die Szene nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht genau. So, gut. Also, After Earth ist von M. Night Shyamalan, und deswegen hasst mal diesen Film. Es ist trendy, den zu hassen. Ja, du musst The Happening scheiße finden. Du musst, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, dieser Found-Footage-Film mit den Kindern, den musst du scheiße finden. Du musst die Legende von Aang scheiße finden. Und du musst auch After Earth scheiße finden. Sonst bist du nicht hip und nicht in den Trends, was Filmfreaks angeht. Du bist sonst kein guter Filmfan. So wie ich. Ich bin ein scheiß Filmfan und gucke mir nur beschissene Drecksfilme an, die ich feiere. Wie zum Beispiel After Earth. Der hat mich gut unterhalten. Das Kreaturdesign ist sogar top. Vor allem von diesem Earther-Viech. Der hat einen guten Showdown. Und ich habe auch kein Problem mit Hayden Smith in dieser Rolle hier. Ich weiß nicht, was da irgendwie... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo das Problem ist. Ich weiß es nicht. Okay, Hayden Smith in Karate Kid, das war eine Fehlbesetzung, da gebe ich zu. Ja? Da kam irgendwie nichts für mich rüber. Der wurde aber gerettet, der Film von Jackie Chan. Deswegen muss ich mir den eigentlich auch noch holen, weil ich Jackie Chan Klompettist bin, genau. Ich glaube, ich muss gleich aufhören, weil natürlich sonst meine Zunge verknotet. So, okay, gut. Nächster Film. Auch ein Rewatch, wurde mir kürzlich erst geschenkt. Und ich habe auch da, glaube ich, schon beim Auspacken gesagt, oh, den gucke ich mir demnächst mal an. Das habe ich jetzt auch getan. Denn ich hatte mal wieder Bock auf sowas in der Art. Und zwar geht es jetzt um Rushin Z, diesen Anime. Was ich nicht wusste, ich habe ja vorher ein bisschen recherchiert drüber, der ist von 1991. Das ist ein richtiger Klassiker, Alter. Und irgendwie haben auch gewisse Macher von Akira hier so ein bisschen ihre Finger im Spiel, was man am Animationsstil teilweise auch ein bisschen erkennt, finde ich. Der hat so leichte Akira-Vibes optisch. Wohlgemerkt, optisch, nicht storytechnisch. Die Story ist eigentlich dumm. Vor allem das Ende fand ich besonders dumm. Könnte mich auch nicht dran erinnern, aber naja. Ja, worum geht es? Da ist dieser alte Mann, den ihr hier auf dem Cover seht, der da aus diesem Roboter klettert. Und dieser Roboter, das ist kein Roboter. Das ist eine Art modernes, neues Krankenbett. In der Zukunft, in der nahen Zukunft, ist die Überbevölkerung so hoch, dass die Pflegekräfte für alte Menschen zu wenig sind. Man kann nicht genug einstellen, es reicht einfach nicht. Also entwickelt man halt diese hochtechnologisierten Betten, die komplette Pflege übernehmen.
Allerdings können diese Betten, weil sie Maschinen sind, ja keine Liebe geben, keine Persönlichkeit und so. Das Zwischenmenschliche fehlt natürlich. Es ist nicht ein, du kannst eine menschliche Pflegekraft nicht mit einer Maschine ersetzen. Es ist eigentlich logisch, aber das ist halt eben das, was hier passiert. So, und der Erste, der so ein Bett testet, ist jetzt hier dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dieser Opa halt, ne? So, und seine Pflegerin, das ist ein junges Ding, und die finden das gar nicht so gut. Und mit ihren Freundinnen, die auch natürlich alle aus dem Pflegebereich kommen, ja, beobachten die das Ganze so ein bisschen. Und plötzlich wird das immer weirder. Dieses Bett verwächst mit dem alten Mann. Ganz viele lebenserhaltende Schläuche immer mehr verbinden sich mit ihm. Und ja, dann fängt das Bett auch an, ihn zu beschützen. Und dann fängt das Bett an, auf Reisen zu gehen. Denn es fragt halt den alten Mann, ob er einen Wunsch hat. Und dann sagt er halt, er möchte gerne das Meer nochmal sehen. Dann sagt das Bett, gut, gehen wir zum Meer. Und verlässt dann einfach mal die Räumlichkeiten. Ja, gut. Und das ist dann das, was man auf dem Cover auch so ein bisschen sieht. Allerdings ist das Cover ziemlicher Quatsch. Denn niemals krabbelt er so wie hier auf dem Cover aus dem Bett raus oder so. So eine Szene gibt es in diesem Film. Das ist einfach stylisch, hübsch. Ne? Sieht cool aus, das Bild. Naja, gutes Wallpaper-Motiv vielleicht oder so. Gut, okay. Im weiteren Verlauf sieht man halt, wie dieses Bett sich auch mit anderen technischen Teilen verbindet. So ähnlich wie die Roboter in Moontrap. Und dann größer und mächtiger und stärker wird oder so. Und dann, ja, es ist halt auch verflucht. Und die Leute, die das entwickelt haben, sind natürlich dahinterher. Und auch unsere Heldin oder unser Heldenteam an jungen Leuten. Außerdem haben die ja Kontakt zu den alten Menschen, die sie pflegen. Und da gibt es eine Gruppe von Hackern, die in unserer Zeit hier, ja, wahrscheinlich mal ganz große Hacker-Teenager waren. Aber die sind ja auch irgendwann Opas. Und das sind dann jetzt eben da die in diesem Film, dann die. Und die hacken sich dann mit ihren Fähigkeiten halt eben in das ganze System rein und finden da einiges raus und machen dann dieses Krankenbett glauben, sie sei, oder das Bett sei, die Frau von dem Typen oder so. Um mit dem alten Mann kommunizieren zu können. Wenn das Bett plötzlich mit der Stimme der Frau, seiner ehemaligen verstorbenen Frau sprechen würde, würde er ja auch antworten. Er antwortet aber nicht auf die vorigen Ansagen, die sie irgendwie machen. Ne? So, und das machen sie dann halt eben. Naja, und dann glaubt das Bett leider auch tatsächlich, es ist die Frau von ihm. Und beschützt ihn noch umso mehr und will ihm noch mehr diesen Traum erfüllen, ans Meer zu kommen. Naja, nachher am Ende ist es dann so, Spoiler geht los, Achtung, dass da ein Zentralpunkt ist, der zerstört werden muss. Ja, und das macht dann diese Hauptdarstellerin, diese Pflegerin, indem sie da so eine Art Feuerlöscher-Ding reinsteckt und dann explodiert das und dann ist das und dann geht das Ding halt kaputt, dann kriegen sie den und, was ich nicht verstanden habe, ist auch so ein bisschen Anschlussding, was ich nicht ganz, während die fahren durch einen Tunnel und das Bett gibt den alten Mann frei und sagt zu der Pflegerin, kümmere dich um meinen Mann und reist dann alleine weiter und ein paar Szenen später sind die alle in dem Bett gefangen. Entweder habe ich da kurz nicht aufgepasst oder fehlt mir irgendwie, ich weiß nicht genau. Aber gut, auf jeden Fall ist das dann am Ende so, dass halt eben dann das Bett erstmal zerstört wird. Und er ist dann ja automatisch, weil das ja am Strand schon ist, auf der anderen Seite des Tunnels ist halt das Meer. Ja, sieht er dann das Meer auch und ist dann noch ganz happy, dass er seine Frau mal wiedersehen konnte, mehr oder weniger. Er ist halt so ein bisschen dement. Ja, und dann am Ende liegen die halt eben dann wieder im Krankenhaus und alles ist wieder gut. Und plötzlich kommt eine riesengroße, Godzilla-eske Maschine an mit der Stimme von der Frau des alten Mannes. Und er steht da so, alles wird hell und der Film ist zu Ende. What the fuck? Wie? Ja, ich bin gekommen, um dich jetzt abzuholen, mein Süßer. Was? Das ist doch kaputt gegangen, das Ding. Was ist da überhaupt los? Und wieso ist. Naja, okay, was soll's. Ja, Anime, ne? Gut. Aber es ist echt ein schönes Ding. Und vor allem das Geile ist halt wirklich, du siehst hier die ganze Zeit, dass das mit Liebe handgezeichnet ist. Das ist noch einer von den Dingern, die wirklich Bild für Bild, Frame für Frame mit der Hand gemalt wurden. 1991 halt. Ne? Das ist einfach schön, mal sowas zu sehen. Ich mag diese alten Animes wirklich ganz gerne mal. Ich mag ja auch Akira sehr. So, nächster Film. Wir gehen wieder zurück in den Guilty Pleasure Trash Bereich, für den ihr mich ja wieder ein bisschen hassen könnt. Denn auch der nächste Film ist einer von diesen gescholtenen Werken, wo alle sagen, oh, Alter, der ist so scheiße, der Film. Was ist mit dir? Warum findest du den gut? Ja, weiß ich nicht. Weil ich unterhalten war, vermutlich. Von I. Frankenstein. Das war jetzt wirklich auch so ein Ding. Ich hatte den mal irgendwann gesehen und wieder fast komplett vergessen. Ich fand den irgendwie ganz unterhaltsam damals. Guckst du dir nochmal an. Und jetzt fand ich den in Your After Earth wirklich gut.
kann ich nicht anders sagen. Denn ich bin derzeit ja auch so ein bisschen auf der Comic-Schiene wieder angekommen. Mag wieder so ein bisschen Comic-Superhelden-Kram und sowas gucken. Und genau das ist das hier. Und was ich auch nicht wusste und jetzt durch den Vorspann erfuhr, das ist sogar eine Comic-Verfilmung. Es basiert auf einer Graphic Novel. Ich weiß jetzt leider nicht mal das Label. Dark Dings Comic, da irgendwas mit Dark, glaube ich. Oder irgendwie Black oder irgendwas. Es gibt da also tatsächlich, wenn du eingibst, I, Frankenstein Graphic Novel und dann Bilder suche, dann seht ihr auch einige Cover Artworks und so. Und auch wie die Dinger gezeichnet sind und so teilweise. Auch so einige Seiten sind abgebildet aus den Comics. So, worum geht es? Ja, es ist im Grunde genommen die Fortsetzung von Frankenstein. Am Ende, wer Frankenstein kennt, und ich glaube, jeder kennt das, ja, am Ende sind ja beide in der Arktis, Frankenstein stirbt und das Monster überlebt. Normalerweise stürzen sie, glaube ich, beide in einen Gletscher. Ne? In dem Fall ist es halt eben so, dass das Monster noch lebt und den Leichnam von Frankenstein in diesem Fall jetzt mit sich nimmt. Das ist dann jetzt der Anschluss. Ja? Und dann irgendwo da, wo spielt das nochmal? In London oder wo spielt das ursprünglich da, wo Frankenstein seinen Sitz hat? Da begräbt und beerdigt er seinen Meister oder seinen Erschaffer, wenn man so will, den er ja so hasst. Um ihm wenigstens dieses Begräbnis noch zu gönnen oder was. Und auf diesem Friedhof vor Ort wird er angegriffen von Dämonen, Frankenstein. Und schafft es, einige davon zu töten. Dadurch, dass er das schafft, werden ein paar Gargoyles in Menschengestalt auf Frankenstein aufmerksam. Denn es gibt einen Krieg zwischen Gargoyles, die sind ja sowas wie engelartig, die kommen auch irgendwie gefallene Engel oder was, keine Ahnung, und eben richtigen Dämonen. Die gibt es irgendwie einen jahrelangen Krieg schon und die Dämonen, die wollen ran an die Technologie von Frankenstein, weil sie totes Gewebe, tote Körper wiederbeleben können wollen. Denn jemand Totes wiederbelebt, hat keine Seele. Ist also eine gute Hülle, um als Dämon in diesen Körper zu fahren. Und so könnten sie sich, wenn sie genug Tote ansammeln, eine ganze Armee erschaffen, mit der sie die Menschen dann angreifen können und Krieg führen können, irgendwie so. Das ist der Plan der Dämonen, der dahinter steckt. So. Und die Gargoyles sind halt im Kampf gegen diese Dämonen und berichten Frankenstein von all dem, nehmen ihn ja so ein bisschen auch bei sich auf und so. Und er geht daraufhin, nachdem er das erfährt, geht er, damit das sein Vermächtnis geschützt bleibt, ins Exil, irgendwo in die Arktis, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und da verbringt er Jahrzehnte, keine Ahnung, Jahrhunderte, bis in die heutige Zeit, mit heutiger Technologie, Autos, bla bla bla. Ne? So, und dann kehrt er in die Welt der Menschen zurück. Großer Fehler natürlich, weil die Dämonen forschen immer noch an einer Technologie, totes Gewebe wiederzubeleben. Und jetzt werden sie darauf aufmerksam, oh, Frankenstein ist wieder da und er hat auch die Aufzeichnungen seines Erschaffers dabei. So, alles weitere wäre dann jetzt Spoiler. Achtung, geht los. Im Verlaufe der weiteren Ereignisse tut sich Frankenstein mit der Chefwissenschaftlerin der Dämonen, die ein normaler Mensch ist, aber einfach, und sie weiß nicht, dass sie für die Dämonen arbeitet. Ja, mit der tut er sich zusammen und sie erfährt dann die Wahrheit, was da so los ist mit Dämonen und Gargoyles, bla bla bla. Ne? Ja, und dann auch zwischen den Gargoyles und Frankenstein ist das nicht alles grün. Die mögen ihn dann auch irgendwie nicht so wirklich. Er muss im Grunde genommen auf allen Fronten, gegen alle Fronten kämpfen, wenn man so will. Und im großen Finale kommt es dann halt eben dann so, dass die Dämonen das halt dann da tatsächlich schaffen, dank der Aufzeichnung von Frankenstein, das so zu schaffen, die Toten, die haben da irgendwie so ein riesiges Lager mit 1000 Millionen Leichen drin, ne? Die haben sie über die Jahrhunderte angehäuft und die beleben sie jetzt alle mit dieser Technologie dann wieder. Und dann können die Dämonen in diese Körper fahren. Und Frankenstein muss das verhindern, es kommt dann halt eben zu einem Kampf. Die ganzen Gargoyles helfen ihm dabei und zerstören diese ganze Anlage da und die ganzen halb reanimierten Toten. Und Frankenstein kämpft gegen den Ober-Ober-Ober-Dämon. Jetzt ist das so, es gibt hier, kann man das hier irgendwo sehen? Natürlich nicht. Schlecht gemachtes Cover. Es gibt so ein Symbol der Gargoyles. Das ist eigentlich ein Kirchenkreuz, allerdings mit drei kleiner werdenden Querstrichen. Wie, wisst ihr, was ich meine? Ne? Und dann ein langer und ein etwas kleinerer und ein ganz kleiner Strich. So, das ist das Symbol der Gargoyles. Und was immer dieses Symbol trägt, tötet sofort einen Dämon, wenn du es als Waffe zum Beispiel anwendest und das drauf graviert. Ja? Und dann kämpft Frankenstein gegen diesen Oberdämon und der sagt, ich bin unzerstörbar, ich bin unbesiegt. Naja, und dann macht er eben einmal schnipp, schnipp, schnipp und schneidet ihm dieses Symbol auf die Brust und dann puff, kaputt. Und dann fliegt irgendwie alles in die Luft, die ganze Anlage explodiert mit und am Ende ist Frankenstein dann halt eben der Retter der Stadt und steht dann wie ein Superheld. Also die letzte Szene, der letzte Shot des Films ist wirklich wie in einem Superheldenfilm. Er steht auf dem Dach und ich werde weiterhin das Böse aufhalten und die Menschheit beschützen. Ich werde warten, bis die nächste Bedrohung kommt. Ich bin Frankenstein. Ich bin Spawn. Ich bin der Punisher. Ich bin Iron Man. Kommen wir zum nächsten Film, wo wir gerade das Stichwort hatten. Denn als nächstes, also ich fand Al Frankenstein wirklich gelungen und unterhaltsam. Es ist halt eine Comicverfilmung und das merkt man eben auch. Ja? Und ja, er hat unheimlich viel
nicht perfektes CGI. Vor allem, wenn ein Dämon stirbt, dann verpuffen die ähnlich wie in Blade die Vampire. Und es ist aber nicht so gut gemacht wie in Blade mit den Vampiren. Okay, wisst ihr, was ich meine? Und die Gargoyles, du siehst ganz klar in ihrer wahren Gestalt, das ist jetzt krass CGI. Aber ich find's trotzdem irgendwie cool. Es hat so was Comichaftes. Mir gefiel das. Und Frankenstein kam auch viel besser rüber, als ich in Erinnerung habe. Das spielt ja dieser Aaron Eckhart, oder wie heißt er. Der macht das eigentlich auch ganz gut. Und ja, in einigen Reviews, die ich gelesen habe, steht dann, ja, der spielt so emotionslos. Das ist eine Kreatur, geschaffen aus Leichenteilen ohne Seele. Was soll der für Emotionen haben? Das ist ja gerade das Wichtige daran, keine Emotionen zu haben. Ich verstehe das immer nicht, aber naja, gut, so gut. Kommen wir zum nächsten Film, ich habe es gerade schon angedeutet. Als nächstes habe ich geschaut, wo ich wieder auch beim Comic-Verfilmung und Superhelden-Filmbereich bin. Kurz gucken, was macht das Akku? Ah, ein bisschen können wir noch. Ich habe gerewatcht Iron Man. Den ersten in der, wie heißt das Ding, umgeschnittenen US-Kino-Version. Auf Blu-ray, ich hatte den ja nur auf DVD. Und die Iron Man-Filme, ja, waren immer so mit einem krassen Wermutstropfen versehen bei mir. Das waren immer so nette Filme, so in meiner Erinnerung, und irgendwie fehlte aber so das gewisse Etwas. Ja? Vor allem immer wegen dem Showdown. Und da komme ich aber im Spoiler nochmal zu. Ja? Jetzt habe ich ihn nochmal geguckt und ich fand den jetzt wirklich, wirklich gut. Es liegt, glaube ich, daran, dass ich mittlerweile jede Menge modernere Marvel-Filme gesehen habe, wie Black Panther oder diese ganzen Ant-Man-Zappel-Filme da und so, diese ach, so lustigen Komödien und so. Und wenn du dann mal wieder einen richtigen, ernsthaften, fucking ernsten, guten Origin-Story-Superhelden-Film, in dem es auch mal ordentlich rumst und kracht, ohne dass es alles nur Skybeams ist, ja, obwohl es hier auch einen gibt, aber ich habe noch einen Spoiler dazu, weiß ich nicht, das ist irgendwie so, ich habe das mehrmals gehabt, dass ich mich erwischt habe dabei zu sagen oder zu denken, ach, wenn die Superheldenfilme doch mal wieder so wären, das wäre mal wieder was. Naja, okay, gut. Ja, was ist Iron Man für die, die es gar nicht wissen? Ja, also es geht um Tony Stark, der ist im Waffenkonzernleiter. Und ziemlich arrogant. So, als er dann am Anfang allerdings von Terroristen gekidnappt wird, die ihn zwingen wollen, eine sehr gefährliche, seine eigenen Bomben, das neueste Modell irgendwie, herzustellen für sie, ja, dreht er den Spieß im Grunde um und baut in Wahrheit einen Kampfanzug, mit dem er fliehen kann. Bevor sie ihn übrigens gefangen genommen nehmen können, gibt es eine große Explosion und er hat mehrere Granatsplitter in der Brust, die langsam Richtung Herz wandern, weswegen ein anderer, der vor Ort ist, ihm da so ein Modul in die Brust baut mit einem Elektromagneten und das hält halt diese Splitter vom Wandern ab. Deswegen hat er immer dieses leuchtende Ding, weil das perfektioniert er, dieses Dingsbums. Irgendwie Reaktor, macht er praktisch einen Mini-Reaktor, den er sich in die Brust setzen kann oder so. Und das Ding spendet eben auch unfassbar viel Energie. Ne? Womit er dann eben auch diesen Anzug antreiben kann. Das ist im Grunde so das einzige Superheldenkraftmäßige. Sonst ist es eigentlich auch nur ein Mensch in einem Stahlanzug. So, er flieht dann mit Hilfe dieses noch am Anfang sehr klobigen Kampfroboter-Stahlanzug-Dings und es ist eine der besten fucking geilsten Action-Anlagen, die ich überhaupt kenne im Superheldenbereich, wie er da flieht. Allerdings nur in der ungeschnittenen US-Kino-Version. Nicht in der offiziellen deutschen Kinofassung. Holt euch diese Fassung hier. Nur hier seht ihr, wie er mit Flammenwerfern da wirklich die Hölle entfesselt. Kann man nicht anders sagen. So, naja, im weiteren Verlauf taucht dann ein Schurke auf, der mittlerweile den Stark-Konzern an sich reißen will oder wollte. Und wie sich herausstellt, auch noch so sein, der Spoiler, dieser Schurke, der wird gespielt von Jeff Bridges und der baut eben auch einen Iron Man Anzug. So, jetzt komme ich zum Spoiler. Weil wir brauchen ja einen super Schurkenkampf am Ende, ne? So. Im Spoiler, ja, wir erfahren halt, dass Jeff Bridges mit den Terroristen zusammengearbeitet hat. Es war ein Auftrag, Tony Stark zu kidnappen. Er sollte dabei eigentlich auch sterben, damit Jeff Bridges den ganzen Konzern Stark Entertainment, Enterprises, wie heißt der Laden, egal, Industries, Stark Industries, glaube ich, heißt, ist egal, an sich reißen kann. So, und das kriegt Tony Stark jetzt raus und es kommt zum großen Schlusskampf zwischen diesen beiden. Und da war für mich immer der Knackpunkt, denn irgendwie war das denn so, dass Iron Man gar keine Sonne gegen, in meiner Erinnerung, keine Sonne gegen den Typen hat und dann kommt seine Sekretärin und sagt,
ich schalte den aus, indem ich irgendwie ganz viel Strom durch ihn schicke. Und dann drückt sie den Knopf und dann kommt ganz viel Strom und dann ist der Schurke tot und Iron Man, ja, danke schön. Das war so, das ist ein Iron Man-Film. Warum heißt der Film Iron Man? Der müsste doch heißen Iron Man's Sekretärin. Da komme ich dir vielleicht nochmal zu, wenn ich irgendwann im Iron Man 3 Rewatch habe. Das ist noch schlimmer. Aber hier ist es dann so, jetzt habe ich, wie gesagt, nochmal geguckt, es kommt vorher ein längerer Kampf, an den ich mich gar nicht erinnern konnte. Dass die beiden sich ja länger kloppen, bis in die Stratosphäre rausfliegen. Das habe ich alles verdrängt, alles vergessen. Und dann da mit Autos um sich werfen, halbwegs da. Also es ist ein richtig längerer Kampf zwischen den beiden. Und dann kommt Tony Stark auf die Idee, die müssen da so einen Reaktor irgendwie so einen Dingsbums überlasten. Und das löst dann so eine Art Skybeam, wie ich ja sagte, jetzt macht ein Skybeam mit, aus. Ja, und mitten in diesem Skybeam Elektro irgendwas Power-Ding steht dann der Schurke und dann wird er halt eben da, ja, vom gegrillt, wenn man so will. Und dann ist er tot, stürzt er in die Mitte rein und kracht er in diesen Generator oder was das ist rein. Es gibt eine riesen Explosion. Das, ja, der ist nur noch Asche, der Typ, wenn man so will. Das ist sehr konsequent beendet. Also es ist ja Tony Starks Idee. Sie drückt ja nur den Knopf auf seine Anweisung. Er sagt ja sogar jetzt. Und dann, weiß ich nicht, was ich damals für ein Problem hatte. Ich glaube, ich war damals noch ein bisschen empfindlicher als ich. Heute bin ich schon ein bisschen abgemindert, was das angeht, oder? Kam ich mit klar. War aber trotzdem kein besonders cooles Showdown-Finale. Ich mag es ja lieber, wenn der Superheld irgendwie... Ich mag einen Schlusskampf wie in dem auch sehr gescholtenen und gehassten Film Gods of Egypt. Ja, wo der Schweinehund sagt, oh, bitte lass Gnade walten. Normalerweise würde jeder Superheld sagen, führt ihn ab, bringt ihn in ein Sicherheitsgefängnis, damit er wieder fliehen und Millionen Menschen töten kann, irgendwann in einem Fortsetzungsfilm. Da sagt der Held Gott, dieser gute Gott in diesem Film Gods of Egypt, diesen Fehler mache ich sicher nicht nochmal. Boom, tot, Ende. Oder Superman in Man of Steel. Das ist ein Finale, was ich gut finde. Ne? Hier, ich gebe dir nochmal kurz die Gelegenheit, was zu sagen. Ne? Kommen wir klar oder was? Okay, knack. Geht nicht anders. Ja, du musst Menschenleben retten, indem du böse Menschenleben nimmst. Ich verstehe nicht, wieso immer dieses ja, man kann ja schon fast sagen, gut Menschentum im Superheldenbereich unterwegs ist. Das geht mir doch auf die Nerven. Deswegen bin ich auch eher Fan des Punishers als von Batman, der immer wieder seine Gegner nur einfängt. So. Gut, Iron Man war ein schöner Rewatch, hat mir sehr gut gefallen beim zweiten Mal gucken. Viel, 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 viel besser als beim ersten Mal. Und ich habe jetzt auch viel Lust, die anderen beiden Teile den nächsten Mal irgendwann zu gucken. Bin immer gespannt, was ich da dazu sagen werde. Nächster Film, wir haben noch drei. Ja, das ist eigentlich ein Klassiker, aber auch hier. Ich mache das ja immer so, wenn ich so einen Film geguckt habe und dann total begeistert noch bin. Letztens wieder PC und guck mal ein bisschen so, ne, welcher Regisseur ist das überhaupt gewesen? Was hat denn der noch so gemacht? Was macht denn der und der Schauspieler, den ich lange nicht gesehen habe, mal wieder hier? In dem Fall war es Joan Chen, die ist irgendwie weg, keine Ahnung. Dann liest du immer automatisch ein paar Reviews auf der B und da fragst du dich teilweise auch, ey, was geht mit dir? Ich mag keine coolen Retro-Filme, die irgendwie auf angenehme, charmante Weise cheesy und unterhaltsam voller One-Liner sind. Das mag ich nicht. Ich mag nur Valhallerei sehen. Ich habe geguckt, Judge Dredd rewatched auf Blu-ray-Quali. Ich habe den auch ewig nicht geschaut, den Film, muss ich dazu wirklich sagen. Auch die DVD schon ewig nicht drin gehabt. Ja, den habe ich jetzt rewatched. Mein Problem mit diesem Film war ja erst später gekommen, als ich dann die ersten Comics dazu gelesen habe. Und da merkte ich dann, hier passieren aber viele Sachen, die nichts mit den Comics zu tun haben. Da gibt es, soweit ich mich erinnere, zum Beispiel keine fliegenden Motorräder. Und es ist nicht mal eben so, dass alle zwei Minuten das Schwert seinen Helm abnimmt. Und solche Sachen, das sind so Nitpicking oder wie sagt man, Details, die Hardcore-Fans halt eben dann quälen. Ich bin aber nun wirklich kein Hardcore-Fan von Judge Dredd. Ich finde den coolen Charakter und so, aber mir fiel das eben auf. Und das muss man halt ausblenden, wenn man den Film hier guckt. Ne? So, worum geht es eigentlich? Für die überhaupt nicht wissen, was los ist. Also erstmal ist es halt, wie gesagt, eine Comic-Film. Ich glaube, es ist Dark Horse Comics. Ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal, welches Label das ist oder was. Ist auf jeden Fall weder Marvel noch DC. Obwohl es Crossover mit DC-Charakteren gibt. Es gibt zum Beispiel Batman gegen Judge Dredd. Ne, und so. Es ist halt so, dass in diesem Fall die Zukunft völlig zerstört ist, unsere Welt, aber es gibt noch wenige Megastädte, die sich hinter einem riesigen Schutzwall verbergen. Und da sind die Menschen zusammengepfercht, es herrscht halt Überbevölkerung maximalst. Und deswegen gibt es auch eine hohe Kriminalitätsrate. Und die muss natürlich eingedämmt werden. Und deswegen gibt es ein neuartiges Rechtssystem und das sind eben die Judges. Die sind Polizist, Richter und Henker in einem. Heißt, du wirst verhaftet. Dann wird dir gesagt, du hast dies und das gemacht, darauf steht die und die Strafe, du hast gerade einen Polizisten erschossen, darauf steht die Todesstrafe. Ende.
Verhandlung geschlossen, Tod, das war's dann, zum Beispiel. Und das machen eben Judges. Und der Beste der Besten, der Besten der Besten, härtesten, legendärsten überhaupt ist Judge Dredd. Sein Name ist halt Dredd. So. Und das ist eben diese legendäre Comicfigur. So. Und der hat aber auch noch einen Hintergrund. Da weiß ich in den Comics nicht, ob das stimmt. Also, ob das wirklich. Ich habe so viele Comics davon nicht gelesen. Ich hatte einige von diesen großen Ausgaben im Format von Stormheften. Diese, ne? Da hatte ich ein paar von. Und die waren auch nicht so toll gezeichnet. Ja, doch, gezeichnet schon, aber das Ausmalen war mir ein bisschen zu. Es gibt so einige Comics, die sind so ausgemalt, wie hat sie den Typen, ein Kind mit Buntstiften das gemacht. Ich mag das ja lieber, wenn es so schön plastisch Airbrush-Style ausgemalt ist, wie die Spawn-Comics oder so. Naja, egal. So. Es geht hier in dem Film jedenfalls darum, dass ein Schurke auftaucht, gespielt von Armand Assante. Und der will das ganze System stürzen und die Macht an sich reißen. Dafür muss er natürlich Judge Dredd loswerden. Und er hängt ihm dann einen Mord an. Wie er das macht, wäre schon Spoiler. Deswegen setze ich mir jetzt schon den Hut auf. Ja. Also, er tötet da irgendwie ein politisches Mitglied oder so, ja, in der Uniform von Judge Dredd und mit Judge Dredds Waffe. Das ist aber eigentlich nicht möglich, denn jeder Judge hat eine eigene Waffe, eine Schusswaffe, und die ist auf den genetischen Code des Trägers abgestimmt. Nur der Judge, zu dem die registriert ist, kann die abfeuern. Nimmt ein anderer die Waffe in die Hand, reißt das Ding in den Arm ab. Ja, und tötet denjenigen halt. Ne? Das ist halt einfach so. Die Waffe erkennt, oh, ein Falscher hat mich in der Hand, der darf mich gar nicht abfeuern, ich töte den jetzt. Das ist ein Verstoß, der auf den Todesstrafen steht, offenbar. Ne? So. Trotzdem tötet jemand mit einer Waffe von Judge Dredd diesen Politiker da irgendwie. Dafür wird er natürlich dann verknackt, er kann ja nicht das Gegenteil beweisen und soll eigentlich hingerichtet werden. Da gibt es dann aber irgendwie so einen ganz hohen Oberpolizeipräsident, wenn man so will, und der sagt dann halt, ne, ich erkläre hiermit meinen Rücktritt, und wenn ich meinen Rücktritt erkläre, muss mir die Regierung einen letzten Wunsch gewähren, und mein letzter Wunsch ist, üben Sie Nachsicht mit Judge Dredd. Und das tun sie dann, und da verknacken sie ihn lebenslänglich in ein Gefängnis. Und er selbst hat ja jetzt den Rücktritt erzählt da, dieser Polizeipräsident, wenn man so will, und muss dann in die Wüste raus und dann in der Endzeit versuchen zu überleben. Das ist, wenn du deinen Rücktritt erklärst als Politiker. Ich finde, das sollte man mit allen so machen. Schöne Grüße gehen raus an Herrn Schröder. So, auf jeden Fall, auf dem Gefangenentransport hin zu diesem Knast, ja, kann Judge Dredd entkommen, denn das Schiff wird abgeschossen von Kannibalen, die dann die Insassen fressen wollen. So, das Problem an diesem Film ist, Rob Schneider macht hier mit und spielt so den nervigen Sidekick, den Comic Relief, und der geht am tierisch auf den Sack. Und es ist das größte Problem, was ich mit diesem Film habe, denn Judge Dredd, so wie er sich normalerweise verhält, würde sich das niemals gefallen lassen, dass so eine kleine nervige Zecke sich an seinem Bein hängt. Er würde ohne wenn er will, den Typen einfach exekutieren. Vor allem so oft, wie ihn der Charakter in Schwierigkeiten hier bringt. Ja? Gut, es muss natürlich die Handlung irgendwie vorangetrieben werden. Deswegen ist das natürlich wichtig, dass es so einen Charakter gibt. Aber es passt einfach nicht zur Charakterzeichnung des Helden. Versteht ihr, wie ich das meine? Naja, auf jeden Fall, auf langen Umwegen findet Judge Dredd dann halt eben heraus, er ist ein Klon. Er ist in der Retorte entstanden aus ganz vielen genetischen Strängen von ganz großartigen Athleten, Cops, was weiß ich was. Ja? So, und bei der Klonung seinerseits hat er auch einen Bruder bekommen. Und das ist praktisch das Gegenteil von ihm. Den haben sie aber dann auch zum Judge gemacht. Die waren dann auch Partner sogar, wussten aber nicht davon, dass sie gegenseitig Brüder sind. So, und dann hat der Mist gebaut, das hat ja kriminelle Elemente in sich, ne? So ein Gegenstück. Und Dredd hat seinen eigenen Kumpel, Bruder, dann verurteilt und dann verhaften lassen. Lebenslänglich. Und das ist der, der jetzt freikommt und jetzt eben auch Rache will und bla bla bla. Ne? Auch an Dredd natürlich. So, und dazu kommt, und das finden die jetzt alles so nach und nach raus. So, und dieser Schurke wiederum, der hat es mittlerweile geschafft, dass ein Programm aktiviert wird, ganz viele neue Judges zu klonen, die dann sofort als erwachsen rauskommen aus der Retorte. Die wachsen nicht erst heran, sondern die sind schon erwachsen, wenn sie da aus der Glimmerbox kommen, wenn man so will. Und er nutzt dafür seine eigene DNA, um ganz viele Klone von sich zu schaffen, um da die Macht an sich zu reißen. Das ist völliger Wahnsinn. Naja, und Dredd hält ihn dann auf. Das kommt zu einem Schlusskampf im Kopf der Freiheitsstatue. Und dann stürzt der Schurke nach einem Kampf in die Erststürz fast Dredd in die Tiefe, kann dann aber den Schweinehund packen und dann selbst hinunterziehen und dann stürzt er in die Tiefe Ende. So, und hier macht eben auch Joan Chen mit in diesem Film, die ich eigentlich immer ganz gerne gesehen habe, Joan Chen, aber die ist irgendwie in letzter Zeit jedenfalls nicht mehr aktiv in guten Filmen oder in Actionfilmen. Naja, so, also Judge Dredd von Stallone, von Danny Cannon. Mit Stallone ist einfach ein schöner, spaßiger Science-Fiction-Kracher. Ja, die ganzen Effekte sind heute gemessen, der ist von 95 der Film,
art trashig und auch das CGI ist nicht mehr gut, aber das verleiht gerade dem Film diesen comichaften, trashigen Charme und ich mag den. Ich finde die One-Liner gut, ich finde Stallone macht eine gute Figur, er ist auch, hier ist auch ein bisschen Comedy mit drin, die aber großteils funktioniert, abgesehen von Roy Schneider, wie heißt denn der? Rob Schneider, aber so von Stallone ausgehend, die Sprüche teilweise oder wie auf einige Sachen reagiert, so angenervt manchmal, dann muss sie so schon teilweise lachen. Also es ist ein schöner Film. Ich weiß nicht, was da einige Leute für Probleme mit haben. Wenn man so auf OFTB liest, habe ich das Gefühl, die Hälfte der Leute, die da rezensieren, sind eigentlich nur Trolle, oder? So, gut, dann kommen wir zum vorletzten Film für heute, bevor der Oberknaller kommt. Bin ich immer gespannt, ob ihr den überhaupt kennt, aber naja. Erstmal habe ich geschaut Tucker and Dale vs. Evil hier in dieser schönen Steelbook Blu-ray-Fassung. Den habe ich ja auch damals im Verleih einmal gesehen. Da wurde er mir auf DVD geschenkt. Und ich habe den irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt kam die Blu-ray und dachte ich, ach, den hast du ja auch noch. Mensch, jetzt hast du sogar auf Blu-ray. Huch. Scheiße. Das ist das Problem mit Steelbooks. Ne? Die sind so rutschig, die kleinste Abschüssigkeit und das Ding rutscht einfach runter. Scheiße. Naja. Das ist, also ich hoffe, er ist nicht kaputt gegangen. Ey. Oh, bitte nicht. Steelbooks, warum macht man, wie stellen wir die Dinger her? Ja, möglichst glatt. Wenn man einen Fußboden aus dem Material eines Steelbooks herstellen würde, könnte man ohne Schlittschuhe drauf auch durchs Eis laufen. Naja, okay, also. Wo war ich? Also ich habe den Film, wie gesagt, lange nicht gesehen und dachte mir, okay, jetzt muss ich ihn mal rewatchen. Und es war auch sehr gut, aber es war auch sehr schwierig, denn das war irgendwann morgens um 3 oder um 4, als der Film lief und ich musste mich hier wirklich zusammenreißen, nicht laut zu lachen. Ne? Worum geht es? Tucker und Dale sind zwei Kumpels und die sind halt simpel gestrickt. Ja, das ist so wie, meinetwegen, zwei von den Ludolfs, sagen wir jetzt mal. Ja, so. Und die haben sich eine Holzhütte im Wald gekauft. Das ist für die der Ferienhaustraum. Das ist aber nur eine abgewrackte kleine Holzhütte, die sie da irgendwie für einen Apfel und Ei mal irgendwie gekauft haben. Und die wollen sie jetzt restaurieren. Deswegen fahren sie da raus in den Wald, in die Wildnis, um das zu tun. So. Und nebenbei können sie ja noch ein bisschen angeln. So, dann machen sie auch ein bisschen was, gucken sich die Bude auch an und angeln dann abends. So, vorher treffen sie allerdings unterwegs ein paar Teenager, die da mit dem Auto einen Trip in die Natur machen, wie in so einem typischen Slasher-Film, und begegnen denen kurz. Und die beiden stellen sich halt ein bisschen tumpig an und auf die Teenager wirkt das wie Psychos. Vor allem, was Dale da so macht, das ist der Dicke mit dem Vollbart. So, und ja. Dale ist halt Single und sucht eigentlich eine Freundin, aber er hat irgendwie bei den Frauen einfach kein Hau, ne? So, und dann ist es halt eben so, dass nachts beim Angeln eins von den Mädels stürzt da irgendwie ins Wasser und schlägt sich den Kopf an, taucht nicht mehr auf. Und das kriegen die anderen gar nicht mit. Die machen da wie Party und die kriegen das gar nicht mit. Und, oh, die ist, keine Ahnung, was die jetzt runterfällt, das haben die gar nicht registriert. So, und die beiden sehen das, weil sie da angeln, fahren mit ihrem Boot da schnell hin und holen sie da raus und bringen die an Bord ihres Bootes und versuchen sie zu reanimieren. Und das sehen die dann. Ah, das sind die beiden Herren von der Tankstelle, die haben da Allison oder wie heißt die, gekidnappt. Und dann sagen die beiden, wir haben eure Freundin. Das klingt natürlich für die, wir haben eure Freundin. So klingt das für die natürlich, weil das sind dumme Teenager, die zu viele schlechte Slasher-Filme gesehen haben. Ja, naja. Und dann hauen die natürlich schreiend ab und fliehen. Bevor die Irren uns auch noch angreifen, laufen wir jetzt lieber alle weg. Naja, dann bringen sie das Mädel erstmal in ihre Holzhütte, um sie da eben da gesund zu pflegen. Die ist ja bewusstlos. So. Und dann kommt sie irgendwann zu sich und dann erklären die ihr halt die Situation und dann ist auch alles in Ordnung, aber die anderen Teenager sind halt dumm genug, immer noch zu glauben, unsere Freundin wurde von Backwards-Slasher-Vollidioten gekidnappt. Von Serienkiller, Kettensägen-Schwingern. Und dann gibt es verschiedene Situationen, die in diesem Film dann passieren, die immer wieder Tucker und Dale aussehen lassen, als wären sie tatsächlich irgendwelche Hinterwäldler-Mörder. Zum Beispiel sägt Tucker in einen Baumstumpf, in dem sich ein Bienennest befindet. Die ganzen Bienen kommen raus und greifen ihn an und er läuft mit einer laufenden Kettensäge, läuft natürlich umher und schüttelt die Kettensäge. Es sieht für sie natürlich aus, oh, da kommt Leatherface und schreit und läuft mit einer laufenden Kettensäge auf uns zugestürmt. Jetzt laufen wir dann lieber mal auch weg. Ne? Naja, und dann passieren halt random verschiedene Unfälle, wo verschiedene der Teenager sterben. Und es wird immer so ausgelegt und ist immer so auslegbar, als wäre das jetzt einer von Tucker oder Dale gewesen. So, und dann kommt es nachher zu einem Showdown auch noch. So, denn, Achtung, Spoiler geht los. Einer von den Kids da, ja, der hat mal seine ganze Familie durch so Backwoods-Slasher-Typen verloren, tatsächlich. Und deswegen hasst er so Hinterwäldler. Deswegen steigert er sich auch so sehr in die ganze Sache rein. Und deswegen macht er praktisch sogar Jagd auf Tucker und Dale. Und dann kommt es auch tatsächlich zu einem Finale, wo er rausfindet, anhand von Zeitungsartikeln, die da irgendwie in der Gegend rumliegen, alte Zeitungen und so, ne, dass sein Vater selbst wohl mal irgendwie dieser Killer war. Das habe ich nicht ganz verstanden, die Auflösung. Aber naja, also er hat was, er ist selbst ein kleiner Hinterwäldler, wenn man so will.
Naja, und dann kommt es zu einem Kampf zwischen Dale und dem Psychopathen. Vorher in einem anderen Kampf ist ein ganzes Gebäude, ist dieses Waldhütte explodiert, und da ist er eigentlich bei verbrannt. Aber mit schweren Brandwunden hat er überlebt und deswegen greift er jetzt erneut an. Und dann kommt es zu einem Kampf zwischen Dale und diesem Irren, der, und Dale will halt das Mädchen beschützen, und Tucker ist verwundet, kann nicht teilnehmen an diesem Schluss. Die haben ihn vorher auch gefoltert und alles, Tucker, also eingefangen und gefoltert. Es passiert unheimlich viel in diesem Film. Naja, auf jeden Fall am Ende besiegt Dale den Killer, oder den Schurken, mit Kamillentee. Er hat nämlich gut zugehört. Vorher hat er in einem Gespräch belauscht, oder bekommt er halt eben mit, er belauscht das nicht, das ist ein Gespräch, was zwischen ihnen stattfindet, dass er allergisch auf Kamillentee ist, oder auf Kamille allgemein. Ja, und dann spielt er den Kamillentee jetzt richtig, er kriegt ja einen anaphylaktischen Schock und stolpert halt eben aus dem Gebäude raus. Sie sind in so einer Scheune, in der oberen Etage einer Scheune, und da stolpert er durch das obere Scheunentor raus, stürzt in die Tiefe und ist dann tot. Ja, und dann war es das eigentlich. Und dann kommen nachher am Ende sogar noch Dale und dieses Mädel, die er ja die ganze Zeit gerettet hat, die auch die ganze Zeit die einzige Vernünftige ist, kommen dann sogar noch zusammen. Und dann endet das Ganze. So, ich habe gelesen, also Tucker und Dale ist eine der besten Horrorkomödien, die es gibt, ja. Und der Film hat eine meiner absoluten Lieblings-Comedy-Momente. Ich tue mich immer schwer mit Komödien. Aber solche Sachen, wie das, was da in diesem Film einmal passiert, treffen auf den Punkt. Ich kann es gerne mal spoilern. Warte, ich setze den Film extra noch mal den Hut auf. Ich will es denen nicht vorwegnehmen, die den Film noch nicht gesehen haben. Achtung, noch mal ein kleiner Spoiler. Einer von den Teenagern will Tucker angreifen. Und Tucker steht gerade an so einem Holzhäcksler und wirft da große Äste rein. Und die werden dann jetzt zerschreddert. Kommt auf einer Seite als Holzspäne wieder raus. Ne, damit macht man halt unsperriges Holzwerk beim Gartenarbeiten oder so, kann man dann loswerden auf diese Weise. Zum Beispiel. Ne? Und das macht er halt. Und dann stürzt er an ihm vorbei, dieser Idiot, und springt kopfüber in die Häckselmaschine rein. Und auf einer Seite kommt das ganze Blut, die ganzen Körperteile. Und er halt dann vor zu Häcksel. Tucker sieht das und will ihn natürlich retten, packt ihn an den Beinen und zieht ihn dann wieder raus, und er ist natürlich nur noch die Beine mit Arsch, mehr ist es eigentlich viel nicht. Ne? Und dann hat er das Blut überströmt, hat die beiden Beine in der Hand und fragt noch, alles okay? Dieser Moment, ich habe da beim ersten Mal schon drüber gelacht und ich wusste, jetzt kommt das nochmal, beim Gucken jetzt nochmal. Ich musste mir so auf die Zunge beißen, dass ich jetzt nicht laut loslache. Naja, und das sind so die Momente, die ich wirklich liebe, ja? wo das wirklich auch gut funktioniert, weil die Situation einfach passt. Und das Timing. Vom Comedy her. Ja. So, dann kommen wir zum letzten Film. Und jetzt kommt ein Geheimtipp an euch alle. Habe ich noch Platz? Kriege ich das irgendwie? Ich hoffe, ich kriege das noch hin. An alle Rachefilm-Fans da draußen. Ja. Wenn ihr richtige Hardcore-Rachefilm-Fans seid, kennt ihr den wahrscheinlich auch. Wenn nicht, große Ansehempfehlung für alle Fans von Filmen wie Ein Mann sieht Rot oder vor allem Death Sentence. Es geht aber auch noch ein bisschen schmutziger. Und es ist auch ein Indie-Film. Es ist keine große Blockbuster-Produktion. Aber der Film ist... Ich habe den auch gesehen schon mal irgendwann und ich fand den auch ganz gut. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass ich das Ende scheiße fand. Und jetzt beim nochmal gucken, frage ich mich, warum? Der Film ist mega. Es geht um Horseman. Das ist, glaube ich, ein schwedischer oder ein britischer, weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, kein US-Film. Holy fuck, dieser Film ist badass, Alter. Meine Fresse. Also du siehst direkt am Anfang, wie ein Handwerker bei jemandem klingelt und als dieser ihm öffnet, lässt er ihn irgendwie kurz rein und dann tötet er diesen Typen. Und du denkst, ach die Scheiße, was ist das für ein psychopathischer Killer? Der Handwerkermörder von dem Mann oder was? Und dann erschließt sich im Laufe des Filmes, was passiert ist. Denn er ist Vater. Und seine kleine Tochter, minderjährige kleine Tochter, wurde tot aufgefunden. So. Und in der Gerichtsmedizin erfuhr er, dass sie auch missbraucht wurde. Und unter Drogen gesetzt, das Mädchen. Ja? Und dann spielt ihm jemand eine Videokassette zu. Das ist ja so ein bisschen wie in 8mm, denn auf diesem Video ist ein Snuff-Porno zu sehen, wie die vergewaltigt wird von allen Seiten. Und dabei, wo stirbt, keine Ahnung. Oder hinterher bringen sie sie um, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß er jetzt, die wurde auch noch in einem Kinderporno, Minderjährigkeitsporno, ja, ist ja kein wirkliches Kind mehr. Wie alt ist sie da, 17 oder 14, weiß ich nicht mehr. Ja, doch, ist schon noch Kind. Ist ja eben drin und ja. Da macht er sich halt eben auf die Suche nach jedem Einzelnen, der irgendwie damit zu tun hat. Und richtet sie alle. Und er ist ein ganz normaler Typ wie du und ich. Er ist keine Überkampfmaschine, er ist nicht der fucking Punisher oder sowas. Er ist ein Vater mit Gefühlen und das siehst du auch. Und er spielt das so unfassbar gut. Ist deswegen der Vergleich zu Death Sentence. Und er stumpft eben immer mehr ab während des Ganzen. Und ist daher wirklich nur noch der Killer.
wirklich und sucht dann nach und nach die Leute auf und das ist einfach super. Und während seiner ganzen Rache-Tour, lernt er noch eine Anhalterin kennen, so eine kleine Ausreißerin, wenn man so will. Und der nimmt er sich so ein bisschen an. Das ist so ein kleiner Tochterersatz, wenn man so will, vielleicht für ihn. Hat man so ein bisschen das Gefühl, er kümmert sich ein bisschen um sie und hilft ihr halt eben von A nach B zu kommen. So, jetzt zum Spoiler. Achtung, geht los. Nachdem man eigentlich glaubt, er hat sie alle bekommen, taucht plötzlich noch jemand auf, der ebenfalls an dem Ganzen beteiligt war. Jenseits der Kamera. Und das ist ein Kumpel von denen, die damit zu tun haben. Und der hat wiederum weitere Kumpels, die auch irgendwie mit zu tun haben. Ne? Und die schnappen sich ihn jetzt. Und auch die Anhalterin wird von denen gekidnappt. Und dann foltern sie ihn. Und du denkst erst, ach du Scheiße, bring den jetzt um, dann ist der Film zu Ende. Weil das fand ich den deswegen so scheiße in den Schluss. Also es ist echt heftig, wie die das richtig so, oh, du leidest richtig mit, ne? Und er will eben dann auch dieses Mädchen retten und dann schafft er es tatsächlich, sich zu befreien und macht die auch nur noch alle platt. Allerdings kann er es nicht schaffen, dieses Mädchen zu retten. Er findet ihn nachher dann tot vor und zerbricht da fast dran, ey. Und so, dann sitzt er da und hat auch den letzten noch platt gemacht, mit dem Vorschlaghammer erschlagen, diesen Oberbastard. Also es riecht so eine miese Ratte. Ist der hier irgendwo zu sehen, der Typ? Nee, leider nicht. Schade. Naja, es gibt ein alternatives Cover mit einem alternativen Titel hierzu. Könnt ihr mal auf OFDB gucken, so ein rotes Cover. Und da seht ihr auch diesen Typen, den er sich am Ende noch schnappen musste. Mega, einfach nur ehrlich. Also, weil das so real und so rau und so unfassbar schmutzig ist und eben, weil er kein Überheld ist, sondern auch selbst viel einsteckt. Aber er ist einfach so ein zäher Bastard, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Und macht die alle dann platt. Ne? Am Ende sitzt er dann da heulend und hat das tote Mädchen im Arm und hörst du die Polizeisirenen angerückt kommen. Dann weiß ich nicht, ob er jetzt verhaftet wird oder ob das einfach nur irgendwelche Polizeisirenen war, weil wer hat denn die Bullen gerufen? Von den Gangstern bestimmt keiner. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nun gut, so, also Horseman, wenn ihr einen schmutzigen, kleinen, abgründigen, bösen Rache-Thriller sehen wollt, der auf Realismus und Härte setzt, Empfehlung. Der beste Film, den ich in letzter Zeit geguckt habe, ohne Scheiß. Hat mich total überrascht. Und der liegt schon so lange hier irgendwo rum und dachte ich, komm, leg dir mal an. Ich hatte irgendwie Bock auf Rache-Thema und guck mal, wie war denn das? Weil ich hatte auch Valhalla Rising geschaut, rewatched, ne? Und ich wusste noch, irgendwie hat mir irgendwas an dem Film Horseman nicht gefallen. Ich weiß nicht, was es war. Jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Na gut, so kann man sich täuschen manchmal. So verdreht die Erinnerung von einigen Filmen manchmal sich im Kopf. Ne? So, Leute, damit bin ich durch mit diesen Feedbacks. Ihr habt wieder mal erfahren, was für einen schlechten Filmgeschmack ich habe. Und da stehe ich ja noch zu, kann man ja mal machen. So, ich bin halt so das Gegenteil von Leuten wie, weiß ich nicht, wie heißt der Typ, der immer vor dieser nachträglich über Greenscreen eingesetzten Bücherwand mit einer Enzyklopädie im Hintergrund sitzt und sich für den Gott der Filmkenner hält. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, wie der Vollidiot heißt. Der Typ, der immer der Punkt ist, wo ich die neuen Folgen von der Mediatheke ausschalte. So, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dem kleinen Video hier. Und wir sehen uns wieder im nächsten, was auch immer ich da dann drehen werde. Und bis dahin sage ich, wie immer, farewell.